Ich war kurz schon beim Intro in den Untergrund gelaufen, um zu hoffen, dass ich eine Waffe finde. Wir brauchen nicht sofort Waffen, ne? Aber wäre halt schon ganz cool. Moin Connor, hallo Max, schön, dass ihr da seid. Danke für den Support. Genau, wir gehen erstmal im Untergrund ein bisschen. Da haben wir ein bisschen was. Ich glaube, ich muss im Untergrund auch die Tempelbosse legen, ne? Max, danke dir nochmal. Meine andere Frage, wie viel vom Unnützen haben wir eigentlich noch übrig? Ach, ich habe mir damals 4 Bücher geholt. Wir haben letztens das erste Buch fertig gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Jetzt sind wir bei Fun Fact 342 und das Buch hat jetzt hier 1374. Ein bisschen haben wir also noch. Und dann habe ich noch ein Buch. Gar kein Problem. Da bin ich vorgesorgt. Und was wir dann machen, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, ob es da noch eine neuere Version gibt. Okay, es sind mehr als 6. Ich hatte eben nicht die Monsterbosse drin. Minibosse, Tempelbosse, so heißen sie. So, Orientierung. Der ist hier, den kann ich auch schon abhaken. Wunderbar. Hier war der nächste, der kann auch weg. Hier? Da. Und jetzt ist Wissen, ich sehe es gerade nicht. Ich habe ja gerade die andere Map auf, ne? Ist dann schwierig. 4 Stück, ja? Gut, spielen wir halt nicht. Morgen Pipkin. Wie geht's gut, wie geht's dir? 4-mal zum Mitnehmen. Machen wir. Bäume in der Nähe von Straßenlaternen stehen. Behandelt. Was? Bäume, die in der Nähe vom Straßenlaternen stehen, behalten im Herbst ihr Laub länger. Eine Orange besteht zu 85,7% aus Wasser. Der Name des Musiksenders Viva ist die Abkürzung für Video. Ich brauche eine Brille. Heute ist kein guter Tag. Moin Punkt, ich grüße dich. Oh, so, für was steht Viva? Schauen wir mal, was wird. Viva steht für, wo war denn das jetzt? Steht für die Abkürzung Video. Erweiterungsanstalt. Videoerweiterungsanstalt. Ah ja. Das Gerät, mit dem man Heftklammern entfernt, wird auch Schwiegermutter genannt. Okay. Gut. Kleiner, ich grüße dich, wunderschönen Abend, dass du da bist. Supi, nur mega müde, Wochenende war zu kurz. Ah, das ist, fühle ich sehr, Pipkin, fühle ich sehr. So viel schlauer sein auf jeden Fall. Oh, das Alter, Lunis. Gute Besserung. Oh, hat Bessing mir drauf. Raus. Und hallo. Hallo Michelle, ich grüße dich. Danke fürs Teilen. Wie lange machst du heute? Bis 0 Uhr, 12:30, da so im Dreh. Wir haben also gerade erst angefangen. Wir haben genug Zeit. Viel zu erleben in Hyrule. Kannst du da jetzt gegen was irgendwie machen, Lunis? Knorpelverschleiß, das hört sich todeskacke an. Rasko, danke für den Support, ich grüße dich. Knorpelverschleiß, oh Gott. So. Jetzt brauche ich hier nochmal Orientierung. Ist das hier? Ja. Der kann weg. Urwald Arena. Das sieht so aus, als ob ich hier war, ne? Schauen wir mal, hoffen wir mal, ne? Rechten Knie. Wo ist der nächste? Der ist hier. Weg. Hier. Weg. Hier. Weg. Rüber. Hier. Oh ne. Hier kommen wir hin. Was suchen wir? Die letzten Gegner im Untergrund, die ich noch nicht besiegt habe, für die Monsterhorde. Oh, den haben wir safe, ne? Also da waren wir, glaube ich, schon 12, mal so wie das aussieht hier. Und ich klappe die ganz schnell ab. Den ist gleich durch, weil es auch nicht mehr viele waren. Mit dem Kreis, den haben wir auch. Ich glaube, den haben wir nicht. Den haben wir nicht. So, dann markieren wir erstmal die beiden. Das ist ja wirklich übersichtlich, ne? Wo muss ich denn dann...
Da ist einer, da ist einer. Nimm doch, ja, nimm dir hier den. Super. Genau, wie viel haben wir denn jetzt noch? Ich habe jetzt noch hier 4. Dann haben wir unten alle. Das heißt also, ich werde zu 100% nicht alle haben. Und irgendwo auf der Oberwelt laufen die letzten rum. Herrlich. So, wir fliegen rüber. Wir fliegen sehr gut. Besser kann man nicht fliegen. Linksdrall ist real. Hey, listen. Entschuldigung. Achso, ja, ich hatte, der Willi hatte eben ja auch schon geschrieben. Aber ich schreibe ihn halt so an. Ist einfacher. Das ist hier nebenbei zu klären. So, einmal ins Äuglein. So, was haben wir denn hier für ein Herz? Oh, 64. Sehr gut. Plus 3. Und wir könnten heute natürlich das Handbuch noch ein bisschen weitermachen, ne? Alle Punkte hatten wir noch nicht durch. Ein paar Sachen sind uns klar. Ziemlich ätzend, da ich nenne mal die gute Version zu finden. Die saubere Version von den Schwertern. Müssen wir mal schauen. Wo ist jetzt hier der Haufen? Oder? Da ist der Haufen. Bob, bob, was haben wir hier jetzt so für das ist schlecht. Super. Nehmen wir mit. Okay. Großes Sonanium brauchen wir. Haben wir 1 bekommen? 1. 1 haben wir. Was haben wir denn vereinbart? So, gehen wir hier hin. Fußballspieler mit dem Kind. Eine Schulter gegen den Hals. Eieiei. Sport ist Mord, Kinder. 5300 Rubiner. 5300. Was haben wir denn hier für eine Statue? Haben wir Glück? Kriegen wir irgendwas Cooles, was wir nicht kennen? Das wird echt noch ein bisschen ätzend. Reisezweihänder. Würde ich sagen, haben wir. Haben wir. Trotzdem mal klauen, 9 Schaden weg. So, wir bauen uns wieder ein fliegendes Moped. Und rüber. Der nächste. Schönen guten Tag. Sie hier. Kurz wieder Waffe wechseln. Ja, 64 Schaden ist ein Traum. Ein Traum gegen die. Ja, easy. Ohne Probleme. Doch nicht. Waffe ist kaputt. 51. Nochmal. Und nochmal. Haben wir. Und noch einen Riesenzahn für ihn bekommen. Von denen müssen wir gegebenenfalls noch ein paar killen. Weil wir von den Items brauchen. Körperspannung, Zelda und Maro. Rein in die Körperspannung.
Komm, großes Tsunanium. Klein, klein, klein. Klein, klein. Ne. Auch nicht. Gut. Danke für nichts. So, jetzt habe ich den gar nicht wegmarkiert. Kann das sein? War ich jetzt hier? Oh mein Gott. Ich war hier. Schön. Weg. Weg. Wir haben noch zwei Zeichen. Und ich glaube, ein davon ist safe. Schon durch. Ja, ich glaube schon. Das ist falsch. Hier. Da waren wir nicht. Toll, Vergangenheits-Marco. Toll. Hier auch nicht. Hier? Hier, circa. Dann nehmen wir doch den Bus. Hier den. Und dann kann ich hier die Statue noch mitnehmen. Das wäre ein spannendes Spiel, Lumaro. Wie habt ihr denn gespielt? Die Hände haben halt einfach gar kein Zuhause, ne? Max, grüß dich, danke für den Look. Wir sind am Brennen! Ich brauche erstmal eine andere Waffe. Ela, ich grüße dich, wie geht's dir? Wir sind am Brennen! So. Danke für den Support, Ela. Wart grün, grün wart. Mir geht's gut und dir, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Das ist die Statue. Weiße Lanze. Ist auch fies, wie die Hände so einpacken, ne? Auch wenn das zum Schluss nicht mehr so viel Schaden macht, ist es trotzdem fies. Da läuft er rum. Schöner Sprung. Der hat mein Moped und ich bin vorbeigesprungen. Nehmt euch einmal kurz hier durch. 6-1 verloren. Fies. Lumar, war das so eine Art Derby oder ist einfach die Mannschaft kacke? Unser Moped lebt noch. Den fünften Weisen habe ich schon gemacht, ja. Ich kann quasi jetzt gerade zu Grandorf laufen. Aber damit warte ich ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein Ziel. Wir haben eine Mission. Sein Herz nehmen wir safe mit. Bummer. Bup, bup. Und jetzt auf zu Lila. Und dann sind wir im Untergrund fertig mit den Monstern. Da gehen wir nochmal zur Wache. Mal gucken, was sie so erzählt. Oh, oh, was sie so zu erzählen hat. Aber ja, die Weisen habe ich soweit alle. Und gerade möchte jetzt verprügelt werden. Ich habe keine Ahnung, wie dieser funktioniert. Warst du schon in diesem Boxring? Oh, die Wächter. Und wenn man dann auf dem Weg zum Schloss war... Ach du Heilige. Du ahnst es nicht. Was ist denn bloß mit dem Moped los? Immer weiter. Der zieht durch. Oh, ist auch perfektes Timing. Aber es lebt. Es lebt. Alles geplant, Leute, beruhigt euch. Das schreien jetzt hier auf. Ist okay. Und haben die Schwänze? Ist so ein Schwanz? Was hat der auf dem Kopf? Das ist nicht der rote, ne? Oh Gott, jetzt sind sie absolut wild. Beruhigt euch. Habt euch lieb. Fasst euch an. Ja.
Also ich weiß noch, beim fünften Weisen habe ich eigentlich nur viel damit gemacht, weil ich der Maschine was an die Arme gemacht habe und so. Weißt du, was ich meine? Du hast doch provoziert, ja, das stimmt. Irgendwas passiert hier. Ist ziemlich viel los. Ich brauch dein Horn. Moppet ist zu 100% weg. Ja, da steht's noch. Turbo-Moped. Oh, nervt er mich. Wir müssen. Die haben sich wieder alle beruhigt. Ich werde hier bespuckt. Ich werde hier einfach bespuckt. Was kommt denn jetzt aus der Luft noch? Robert lebt noch. Das ist, was hier passiert, ne? Waffe kaputt. Waffen gehen gleich alle kaputt. Die Items, die spawnen, weil neue kommen. Ich hab noch hingeschaut und weg war's. Nächste kaputt. Was haben wir denn jetzt hier? 86. Der da oben, ne? Haben wir jetzt alle? Nein! Wie lange geht bitte dieser Kampf? Wie lange? Haben wir das jetzt? Haben wir? Haben wir Ruhe? Gott. Was für ein Schlachtfeld. Auch wichtig. Aber auch mit. Aber auch mit zum kaputt machen. Moped steht noch wie eine 1. Traum. Hopp. Hopp, habe ich jetzt das gelesen. Ist jetzt hier durch? Was haben wir hier noch? Bumerang. So Nadiumkeule. Ist irgendwas drin? Ne. Cool, ihr seid ein wunderschönen Abend. Wie geht's hier? Und er hört ja. Jetzt habe ich es aber im Blick. Als Pfeil. So. Gut, nice. Sehr nice. Wollte ich testen, hat geklappt. Nächstes Mal wird besser, versprochen. Doch hier können wir lang, sehr gut. Ziemlich viel Puddingschaden abbekommen. Deswegen auch der Test, ja, Generalprobe. So, Wattenberg. Stellt euch mal vor, wir hatten kein Moped. Den habe ich noch nicht. Ah, dann wollen wir mal. Ach so, ich kann ja auch. NF wirklich, ja. Ne, dann nehmen wir einen anderen Bogen. Der geht ja sofort runter. Okay. Wo bist du? Hier ist antike Untergrundfestung. Hier rechts ist verlassene Taburasa-Mine. Und links daneben auf dem Plateau. Da findest du den Gegner. Oh, warte mal.
Hammer. Und jetzt gleich die zweite Phase, ne? Ach so, muss man den zweimal treffen oder war ihm das egal? Ich hab keine Waffen mehr. Yay, eine zweite Phase, Jackpot. Ach, nur noch Bosse, die ich nicht bekämpfen kann, okay. So war's. Jetzt war das wirklich purer Hass, also. Zählt bestimmt nicht genau. Das zählt nicht, man muss ihn zweimal treffen. Welche Waffe nehme ich denn jetzt? Was mit? Perfekt. Blitz ist dem auch egal. Ich habe 132er nur noch. Nehmen wir. Umziehen. Dann machen wir mehr Schaden. Wir brauchen weniger Waffen. Nummer 1. Komm, Nummer 2 jetzt. Jetzt kommen wir hier wieder nicht durch, durch den ganzen. Springt ihr wieder weg? Wohin? Boah. Wir können da nicht drinnen springen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Untergrund. Fertig mit dem Bossen. Jetzt bräuchten wir hier unten noch. Vielleicht fangen wir das heute auch ein bisschen an. Jägerbaupläne. Die haben wir im Untergrund. Wir müssen kurz Waffen sammeln, ne? Nützt nichts. Das ist, was Alina sagt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Enormer Sonnenenergiekristall. Gut. Gehen runter. Die übliche Route. Okay. Wir sammeln hier kurz ein paar Waffen. Und dann gehen wir kurz in Brunnen. In Brunnen sage ich schon. Sperrposten. Da gehen wir runter. Und schau mal, was der Monsterboy so sagt. Wir wollen Zeit sparen. Das dauert sonst immer auch schon so lange. Sehr gut. Oh, wir müssen, glaube ich, drehen. Nee, aber egal. So sind wir gut dabei. Nächste Statue. Soldatenschwert. Hauptsache fort, komm, lass mich in Ruhe. Einmal drehen. Keine Zeit. Ich brauche Waffen. Ist auch wirklich ein bisschen unverschämt, wie wenig die Gerudo-Waffen aushalten. Wahnsinn. Blutlein, ich grüße dich. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder reinschaust. Brauchen wir nicht. Oh. Deswegen sieht er auch so stark. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Hast du eine Vor- und Nachteile?
Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Aber auch nicht. Erster Tag aus dem Urlaub und dir geht's gut? Oh, krass. Hast du einen schönen Urlaub? Aber auch nicht. Ich glaube, ich brauche ein Moped auch mit Licht eigentlich. Wow. Irgendwo hier, da. Reise Zweihänder. Nö. Master Schwert des Reh. Kindchen, hallo, hast du schon Garnon gekillt? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Wir machen noch die anderen Aufgaben vorher. Ich will Garnon mit 100% erschienen haben. Wow. Fliegen gerade so hin. Und ist normal, ne? So. Hopp, hopp, hopp. Ist normal, ist normal. Reise 2 hinter. Können wir vorher machen mit den Wetten, ja. Macht Sinn. Macht sehr, sehr viel Sinn. Es wird, also es kann eigentlich auch nur noch ein Ort sein, ne? Es kann nur noch ein Ort sein. Ich habe hier in die schwimmende Arena getraut und geschafft. Nice, GZ. Und was wetten wir? Das sind einfach Kanalpunkte, die man einsetzen kann, ne? Kanalpunkte, dann, ja genau. Und es gibt halt von mir 5 Subs, die Wette steht ja noch, ne? Daran kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Wenn ich bei Garnon sterben sollte, gibt es 5 Subs von mir. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Also dann muss halt Game Over stehen, ne? Sind 100% von Garnon überhaupt möglich? Ja. Ja. Justin, ich grüße dich. Vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen Abend. Was sind Subs? Abonnements auf Twitch. So wie es die auch auf TikTok gibt. Nimmst du dann Feen mit? Tja, es gab keine Regeln. Es gab keine Regeln. Also. Eigentlich ein Freifahrtschein. Wann denkst du, dass du 100% erreicht hast? Ich denke mal so in circa 2 Wochen. Mir geht's gut, Justin. Wie geht's dir? Wie war dein Stream? 3 Feen sind erlaubt. Ich werde keine Feen farmen. Ich brauche doch nur Essen. Also, wir sind ja kein One-Shot gegen Garnon. Der braucht ja auch ein paar Schläge. Kannst du bekommen, schön. Ja. Aber ich hätte vorher ankündigen, wenn wir zu Garnon gehen. Also, extra wieder für Video machen und so. Dass es auch jeder mitbekommt. Und ich glaube, nach Garnon müssen wir auch noch ein bisschen machen, ne? Also, entweder sind wir schnell mit Garnon und schaffen dann noch alles im Stream. Oder es gibt nach Garnon noch einen Zelda-Stream, aber ich glaube, dann sind wir durch. Was hast du gemacht, Justin? Was gab's bei dir? Also, ich kann mir das wirklich, wirklich nicht vorstellen. Mit der Ausrüstung und dem Essen, was ich mir da vorbereiten werde, vor Garnon. Dass da Game Over steht, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Auch nicht mal mit Pech. Also da müsste ich bei einschlafen, meine Hände müssten taub werden, ein Stromausfall oder so. Dann ja. Tut ihr schon? Ich kann mir nicht vor... Also, ich sterbe ja auch nicht mehr bei Leuen. Nicht mal ansatzweise, also...
Ich kann, also wirklich, das geht nicht in meinem Kopf, warum dann. Also entweder der ist super stark oder ihr denkt wirklich, ich bin todesschlecht in diesem Spiel nach 350 Stunden. Ich werde da mit Dreieressen reingehen. Grimmige Gottheit. Ich werde mir ein paar 140er Schwerter machen. Und dann rein in Ganon. Also. Hier den Bogen für Ganon habe ich schon. 5x32. Was ist Chroma Sky? Was kann man da machen? Bin echt gespannt. Wünsche dir erstmal nur einen schönen Abend. Freue mich auf den Fall. Tienchen, das wünsche ich dir auch. Danke, dass du da warst. Bei den 5 Fans wohl. Also, ich muss aufhören zu lesen, weil es ein Spoiler ist. Also, ich kenne das wirklich nicht Ganon, ne? Also, das ist der Sinn und Zweck davon. Sonst würde ich auch keine Wetten abschließen. Ich kenne Ganon, den Fight kenne ich nicht. Ich kann leider nicht deine Nachricht lesen. Ich habe mich da wirklich nicht gespoilert. Nichts drüber. Ach, guck mal, das ist ein Modpack in Minecraft. Okay. Ne, muss nicht, alles gut, Alina. Oh, Gerudo Zweihänder. Ein Gerudo Zweihänder. Rundschaden. Ah, ist okay. Gut, wir haben jetzt 4 Waffen bekommen. Den Mist raus. Den Mist raus. Hallo, ich grüße dich. Wie geht's dir? Angriffsstärke. Nehmen wir davon 4. Ich weiß gar nicht, ich gehe davon aus, dass es mehrere Phasen gibt, aber ich weiß nicht, wie die Phasen aussehen. Es bedeutet wirklich, ich habe diesen Kampf nicht gesehen, ich weiß nicht, wie Ganon aussieht, wo das abspielt und ich weiß es wirklich nicht, ne? Ich habe es mir wirklich nicht angeschaut. Zu 100% versprochen. Patricia, einen wunderschönen Abend, wie geht's dir? Hat denn der Umzug soweit geklappt? Oh, der Max ist da. Oh, guten Morgen, Max. Schön, dass Sie aufgestanden sind. Was für eine Ehre. Mir geht's soweit gut, danke der Nachfrage. Also das, ich mach mal kurz die Markierung hier weg, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen sind. Warum habe ich keine Markierung mehr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sarah, vielen Dank für die 20 Bits. Dankeschön. Liebe an Max. Genau, lass uns nicht über Ganon reden, lass uns über Ganon reden, nachdem wir den Kampf hatten. Vergangenheitsmarke wieder, ne? Da hat wieder irgendwas markiert, keine Ahnung. Was bei dem in der Birne wieder vor sich ging. War der letzte Krog eigentlich? Den habe ich ja Gott sei Dank markiert, ne? Also den wollte ich ja auch nicht übersehen. Das kennst du schon, oder? Monsterwache. Erzähl mir darüber, wie viele... Boah, es sind bestimmt 50 noch. Es sind bestimmt 50. Wie viele noch? Bra, bra, bra. Ivarok. 9. Hinox. 4. Nummer 13. Bestimmt 50. Sind bestimmt 50. An die 50. Es sind 13. 13 fehlen mir. Alle in der Oberwelt. Aline, hallo, ich grüße dich, wie geht's dir? Alles gut? So. Gigama-Medaillen. Haben wir. 13 insgesamt. 9 Ivarok, 4 Hinox. Dann haben wir die auch fertig. Okay. Lass mich überlegen. Wir haben unten Jägerbaupläne, jetzt nochmal runtergehen, weiß ich nicht. Oh. Du hast dich ziemlich voll gestopft, was hast du gegessen?
Was gab's da Feines? Kann hier noch was wegmachen? Was ist denn das für ein Zeichen? Kriok kann weg, Moldora kann weg. So. Sophie, ich grüße dich, vielen Dank fürs Folgen. Müssen das immer neue Gegner sein? Wenn man die Gegner schon mal besiegt hat, steht rechts daneben schon mal besiegt oder zuvor bezwungen. Irgendwie sowas in die Richtung. Und wenn das da steht, dann zählt er halt nicht mehr, ne? Danke für den Look, Honey. Ich kann mich irgendwie nicht motivieren, das weiterzuspielen. Weiß nicht, ob bockt. Was zockst du denn sonst, Leon? Ja, zocke jetzt nur auch DTK-AD. Dom, ganz viel Spaß zum Zocken. Nehmen einfach den LK und schieben woanders, dann ist eine gute Idee. Tja. Und so schnell hat man ein Kind. Also hier war der letzte Krog, ne? Hier war er. Deswegen hassen wir auch alle jetzt im Morgensee. Merkt euch das. Morgorsee ist Hass. Wir gehen mal kurz zur Fee. Was brauchen wir denn so? Ich würde das gerne alles so ein bisschen miteinander verbinden. Mit Schildern. Ja, die letzten Monster oben abklappern. Und Materialien suchen. Wir brauchen auf jeden Fall die Schwänze. Was soll ich machen, ne? So heißen sie halt, ne? Ich hab aber kein Problem mit dem Stuhlgang. Da ist was mit der Kaki. Ah ja. Ja, mal gucken, was die Fee sagt. Er hat Schwänze gesagt. Ja, also so heißen die hier immer noch. VBTW gespielt, aber finde die Spiele sind immer sehr zeitaufwendig. Das stimmt, ja. Wenn man ein bisschen mehr als die Story machen will, braucht man halt ein paar Stunden, ne? Also ich bin jetzt auch bei den 360 Stunden und habe immer noch nicht die 100%, ne? Wie viel Prozent hast du schon? Lasst mich schätzen, 98%, 98,5%, da so im Dreh. Warum nicht auf Twitch? Ich bin auch auf Twitch. Ich bin YouTube, Twitch und TikTok gleichzeitig live. Lennart. Da sollte einer sein. Weiß nicht. Ich Glück hab. So. Feuerschwänze. Ganz viele Feuerschwänze. Löschflügler, auch oben. Eisschwänze. Alles. Einfach alles. Schwarzer Salvushorn, okay. Ach so, ja, ja, überall. Schwänze. Klammerkröte. Eisfledermäuse brauchen wir. Leuenherzen. Auch nicht so viele. 4. Okay. Schon noch ein paar. Bosporkorn, ne? Was ich beim letzten Mal meinte. Da können wir einfach jetzt gleich mal vorbeischauen. Was ist Sonanium? Was ist Sonanium? Hm. 98% never. Why? Was fehlt denn noch auf der Map? Es sind Orte. Das war's. Wo sollen die 20% herkommen? Den Tipp mit den Brücken habe ich nochmal ein Prozent mehr. Bin jetzt bei 99,83. Sehr nice. Zitterforellen. Mag meiner Sa... Zitterforellen. Die haben wir doch letztens fotografiert. Wo waren die denn nochmal? Sportling. Weißrauch und Schuppe merken, ja, ja, wegen dem neuen Set da, okay. Hort und Schuppe. Ausdauerkäfer, können wir auch mal kurz auch machen. Von Miss Shadow, das habe ich mal offline ausprobiert, hat wunderbar funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Das ist gut, im Wasser, okay. Aber Lomaro, wenn du doch meinst, so zwischen 80 und 95%. Ich gehe jetzt mal von 80% aus, weil die Zahl hat ja auch in den Raum geworfen. Was fehlt mir denn auf der Map? Es könnten Kapselspellern sein, es könnten Namen von Orten sein. Das war's. Sonst gibt es keine Markierung mehr, die mir auf der Map fehlt.
Für den nicht. Was habe ich denn da schon wieder markiert? Keine Ahnung. Irgendein See. Zitterforelle war... Zitterforelle war wirklich... im Wasser war die. Okay. Du weißt nicht, was das hier für ein Pfeil ist, Max. Warst Jahre nicht mehr da, ne? Übrigens Puffelzei, Marco spielt ab und zu TOTK. Hier war mein letzter Krog. Jeder hasst den Morgosee. Max kennt nicht den letzten Krog, der weiß nicht, wer Mareike ist. Max, wer bist du? Einer von 80 Millionen. Achso, ich wollte runter. Ja, oh.